habe ich ja alles von unten mit hochgebracht. Von der Raid Base. So. Und eine Schippe. Haben wir eine Schippe? Da habe ich noch da. Die drei. 1, 2, 3, die brauche ich für unterwegs. Und die kann ich schreddern, ja. Ja, alles etwas unübersichtlich im Moment. Aber ich habe keinen Bock, das alles in Schränke zu packen und dann wieder auspacken. Deswegen sortiere ich so. So, jetzt kann ich hier wieder Wolfram herstellen. Im Moment weiß ich aber leider nicht aus dem Kopf, was ich da noch brauche. Aufgeschrieben habe ich mir 35 Wände und 2 Türen. Ob das dann so ist, ich habe keine Ahnung aus dem Kopf. Da sind 3 Wände, also brauche ich noch. Ach, das sind 2x2 Wände. 9, 7. 5 haben wir da noch. Drauf stellen wir die erstmal her. Dann hätte ich 8 Wände. Ja, ich gehe ja gleich sowieso runter. Eine Runde machen. Da Rantan und ich ja gestern auf dem neuen Server angefangen haben, 1493. Ist das hier quasi nur mein Ausweichserver? Weil ich komme auf den anderen einfach nicht drauf. Ich war da eben in Warteschlange Nummer 19 und das um 13.30 Uhr auf den Samstag. Ne? Jetzt haben wir 14 Uhr. Das heißt, ich spiele hier ja schon auch eine halbe Stunde schon wieder. So, die 8 nehme ich mal mit. Kann ich Türen herstellen? Eine. Dann machen wir mal eine. 2 habe ich auf dem Zettel stehen, aber nehmen wir eine mal mit runter. So, da habe ich noch 8 Platten über. Habe ich eine Wand, die nur 8, ne, die braucht 9. Die braucht 17. Wolfram Boden. Stellen wir mal ein. Dann haben wir alle Parts verbraucht. Alle Wolfram. Sachen. So.
einsortieren. Da sind auch schon wieder Toner. Da muss noch Holz rein. Packen wir mal ach, 600, ne? 800 in den Küchenofen. Brennmaterial. Aber ich schalte den noch nicht an. So, hier habe ich noch 96 Fisch mit den Scharfschützen. Aber der hatte, glaube ich, noch. Ah, der braucht noch aufgefüllt auf 100. Nachher wird das ein bisschen unübersichtlicher, wenn man mehrere Getämte hat. Aber ich hole mir mal, haben wir da noch 77 Fisch und Paprika habe ich eigentlich auch genug, um noch mehr von dem Fisch herzustellen. Ja, hier sind also genügend Paprika, Fisch habe ich auch genug, also einmal für mich als Fachfood und einmal hergestellt für den Scharfschützen. So, meine Samen reichen auch. Da brauche ich im Moment auch nichts machen. Das ist der Siliziumofen. Der braucht auch noch Brennmaterial. Ist, warum das so ruckelt hat. Den stelle ich aber noch nicht an. Ja, ich will nicht zu viele Mats fahren. Wenn ich mal geredet werde hier, würden die viel zu viel erbeuten. So. Jetzt soll ich mal verteilen hier. Halt aber noch. Was haben wir da? Kohlefaser können wir herstellen. Dann mock wieder doch. 20 Ach, die Fasern. Ja. So. Ah, ich bräuchte das eigentlich alles nicht mehr zu Leder verarbeiten. Ich bin ausgelevelt.
Also hier müssten wieder Fasern rein für Kohlefaser. Öl ist verbraucht durch... Ach, das Dynamit, ja. Das ist im Ölverbrauch sehr teuer. Aber jetzt habe ich hier auch über 500 Dynamit. Damit kann ich schon mal wieder ein paar Raketen herstellen. Was fehlt hier denn noch? Die elektronischen Teile. Da hatten wir noch ein paar hier. 19. Da können wir schon mal wieder 9 Raketen herstellen. Was brauche ich denn für elektronische Teile? Silizium und Kupfer. Ja. Reinpacke. Ach Gott, Kopfrechner heute Morgen. Wir machen einfach 85 und fertig. Dann ist der Kupfer aufgebraucht und dann packe ich einen neuen Stack Kupfer rein für Wolfram Charts. Wenn ich mal 200 aus der Kette. Eisen, 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 Eisen. 800 Eisen oder Shotgun-Munition, da wird erstmal Stahl gemacht und danach Kupfer. Ja, gut, da habe ich auch noch knapp 600 Erze für Kupfer. So. Das war das. Alkohol brauche ich auch nicht machen im Moment, das ist, ich bin ausgelevelt, ich brauche die XP nicht. Ein bisschen Muni mitnehmen für die Welle. Auf 200 aufstecken dürfte reichen. So. Dann haben wir hier 600
viel Gewehrmuni brauche ich unterwegs eigentlich nicht. Ich arbeite mit der Schrotflinte und mit der Maschinenpistole. Das ist das Scharfschützengewehr. Wo habe ich denn die andere? Da, ne? Ne, da. Die Ranger. Da brauche ich die Gewehrmuni nicht. Die kann ich hier lassen. Wenn ich das Gewehr nicht mitnehme, brauche ich auch die Gewehrmuni nicht. Dann wollen wir hier mal reparieren. Da brauche ich Stahlware, mechanische Teile, Polymer. Da brauche ich Eisenbarren und Seile. Und dann haben wir wieder alles repariert. Muss ich dann mal wieder ein bisschen auffüllen hier, was die Reparatursachen da drin sind. So, dann füllen wir mal oben auf. Die fertige Muni ist natürlich im Geschütz besser aufgehoben. Als wie im Herstellungstisch, ne? So, dann wollen wir das mal aktualisieren hier. Die Base, so, da hat die MG hat jetzt 1800 Schuss. Die Schwalbe kriegt jetzt noch mal 9 Schuss dazu, dann sind da 56 drin. Das heißt, die hat schon dreimal geschossen. 50 waren drin. 9 Stück habe ich jetzt dazu gepackt, hätten 59 sein müssen. Also hat die dreimal geschossen. Ja, das muss alles noch ausgebaut werden. Das ist alles noch. Na, ich habe hier nur die paar Geschütze. Da kommen noch welche zu. Nach und nach. So, haben wir da noch Muni drin, das können wir rausnehmen. Das kann ich mit nach unterwegs nehmen. Wasser habe ich noch, 4. Die Parts kann ich erstmal drin lassen. Die werde ich ummodeln. Die Wände sind für Stahlwand Blueprint. Hat sich verirrt.
glaube ich nicht. Stahlwand, Blueprint. Tschüss. Brauche ich nicht. So, dann tun wir das, das und das noch. Und das noch. Und das noch. Und das. Das. Umsortieren. Also in meinem System, in meinem Lagersystem oder wie du das auch nennen willst, ist schon System drin. Nur ein Außenstehender wird da nie durchsteigen. So, dann füllen wir mal die Mats auf. Das sind alles Reparaturmats hier oben. Für Kettensäge und so weiter. Ja, was mir im Moment abgeht, ist Wolfram. Wolfram Barren brauche ich. So, hier habe ich denn nochmal Fasern für Kohlefaser. Machen wir da nochmal. Ja, Verbände nehmen wir noch mit für unterwegs. So, hatte ich auch genügend. Ja, genügend ist immer so schwer zu sagen. Genügend hat man nie. Die Parts nehme ich noch raus. Mach die da rein. Den Sand hier rein. Ach, siehst du die Knochen noch. In den Tisch Knochenmehl machen für Dünger, obwohl ich auch genügend Dünger habe im Moment. Ich brauche nichts anbauen. Was ich natürlich machen könnte, wäre den Weizen ernten und Mehl davon machen. Aber hier Zucker habe ich genug. Auf den Feldern steht auch noch Zucker. Das vernachlässige ich jetzt mal. Da ist auch schon wieder fertiger. Da könnte ich schon bald einen eigenen Schrank machen, aber wie gesagt, ne, wir spielen hier nicht mehr. Eigentlich. Nur noch als Ausweich. Ich werde dann jetzt mal eine Runde machen unten. Eine Welle machen. Und mal gucken, was ich da noch an der Insel ausbauen kann. Das Knochenmehl, packen das da rein, machen da Dünger von, weil ich wirklich genug Salz habe im Moment.
Da fehlt Öl. Dann kontrollieren wir das Beacon. Lieferung einreichen. Da ist auch reichlich Matz hier. Noch vorhanden. Und so viel Alkohol gebunkert. Meine Fahrzeuge, die ich bis jetzt hergestellt habe, Helikopter und Ausrüstung, Luft-Bodenraketen und Luftraketen. Luft-Boden und Luft-Luft oder was ist das? Ja, habe ich noch nicht getestet. Vielleicht komme ich da noch zu. Aber ich bin immer noch am Deffen. Anstatt anzugreifen irgendwo. So, dann nehmen wir mal 1, 2, 3, 4 Stacks mit. Wir haben 4 Stellen anzulaufen. Und auf geht's. Was vergessen? Muni habe ich, Essen habe ich, ja, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Zur Not kann ich ja unten immer noch fischen. Den Reusen holen und verarbeiten. Umgehe ich hier die ganze Tür auf und zu Geschichte. Es schwankt ganz schön. Thank you.
Dann gehen wir mal zu Dev 1, auch schon alles aus Wolfram. Und der ist alle. Machen wir mal 200 rein. Kontrolliere ich mal. 30.000. 0, 26.000 und 0. Da ist mir das zwischendurch ausgegangen, ja. Angeschaltet. Charts sind drin. Kontrollpunkt 1 erledigt. Das Tal hier zu claimen war natürlich angedacht für 5 Spieler, nicht für einen Spieler. Wolfram Eisen, so, dann nehmen wir das hier mit. Wieder ein bisschen pieksen müssen. 1, 2, 3, 4, 5 Füchse. Die lassen mich das Wolfram nicht so einfach. 3, 6 Füchse sogar. Ach, 7 Füchse. Das Wolfram. Euer Leder brauche ich auch nicht. Tut mir leid, aber ihr lasst mich ansonsten nicht an das Wolfram ran.